Wird viel passieren? Viel Spaß bei Marienhof mit den neuen Instant Cup Soups von Maggi Magic Asia. Es wird viel passieren. Ganz nett von deiner Mutter, dass sie mir helfen möchte. Sag mal, kannst du deine Dissertation nicht über was anderes schreiben? Du, ich habe das Thema schon vor Monaten eingereicht, als wir noch zusammen waren. Tja, dann müssen wir da jetzt wohl alle durch, hm? Wir werden viel zusammen unternehmen. Mhm. Kino, Zoo, Schwimmen. Du auch. Wir alle zusammen. Oh nee, tut mir leid, aber auf so einen Kinderkram habe ich echt keinen Bock. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Ich glaube, der Vollmond bekommt dir nicht. Ich glaube, du hast recht. Ja, ich habe dich recht. Da hast du aber Glück, dass ich keine türkische Frau bin. Sonst hättest du jetzt ein Problem. Wieso denn? Hm? Türkische Frauen knutschen nicht wahllos mit irgendwelchen wildfremden Männern in der Gegend rum. Ach, tust du denn das? Und du? Ich auch nicht. Dann ist ja gut. Ah! Hallo! Ist das ein Sound? Ja, es kommt drauf an, wer darauf spielt. Zum Glück hat Timmy das musikalische Talent nicht von dir geerbt. Danke, ich hab verstanden. Müssen wir nicht langsam mal los? Was glaubst du denn, wie lange wir zum Bahnhof brauchen? Ja, fahrt doch einfach mal. Töppers gibt sowieso keine Ruhe sonst. Ich bin jedenfalls weg. Wo gehst du denn hin? Mal sehen, ins Foxy oder so. Timmy würde dich aber bestimmt gern kennenlernen. Ja, es reicht doch auch, wenn Timmy mich morgen kennenlernt. Pia. Ach komm, ich habe mich schon ums Keyboard gekümmert. Es war echt genug Action für mich heute. Tschüss, Oma. Tschüss. Töppers? Annalena! Oh, nee, Lenchen, das darf doch nicht wahr sein. Wann fährt denn der Nächste? Ja, ist Jod. Tschö. Was ist denn? Sie haben den Zug verpasst. Och, nee. Eigentlich gehört sich das ja nicht, dass ich dich am ersten Abend schon mit nach Hause nehme. Konstanz, jetzt sei nicht so streng. Hey, du nimmst mich überhaupt nicht ernst. Psst. Bin so froh, dass er endlich schläft. Was hat er denn? Bauchweh schon den ganzen Abend. Ich versuche ihn jetzt mal ins Bettchen zu bringen. Müsste eigentlich gut schlafen. Gib ihn her, ich bringe ihn rüber. Guck mal her, mein Kleiner. Hallo. Papa bringt dich jetzt ins Bett. Das kriegen wir schon hin. Sorry. Wofür denn? Naja, ich wollte längst im Bett sein. Nacht. Ja, du hast recht. Ja, dann gehe ich. So war das nicht gemeint. Ihr könnt euch gerne noch eine Flasche Wein aufmachen. Nein, wir müssen beide morgen früh raus. Ich rufe dich an, ja? Gute Nacht, Regina. Gute Nacht. Ach was, Toni will nichts mehr von Sven. Ist doch total bescheuert, ihr jetzt dauernd die Bude einzurennen. Ja, ich dachte, es geht um seine Doktorarbeit. Ach, das ist ein Trick, sonst nix. Meinst du? Ja, natürlich, es ist ein Vorwand, alles, was er will. Charlie, hör auf, so einen Scheiß zu labern. Wisst ihr eigentlich, wann ich das Thema für meine Dissertation eingereicht habe? Keine Ahnung. Das muss schon her sein. Ziemliche Weile, oder? Eben.
Da war noch nichts mit Simone und dem ganzen Mist. Da waren Toni und ich noch ein glückliches Paar. Alles klar, Charlie? Und wieso hältst du Tanja nicht daraus? Du hast doch genug Versuchskaninchen, oder? Pass mal auf. Tanja ist eine von 7 Probandinnen, einer aufwendigen Testreihe. Wenn ich jetzt alles umschmeiße, kann ich die Arbeit vergessen. Durch meine Amnesie bin ich eh schon hinterher. Und dann noch der Stress in der Klinik. Also wie ich das sehe, hast du immer noch 6 Leute dafür, oder? Sag mal, Charlie, du hast überhaupt keine Ahnung. Ich kann Tanja da nicht einfach rauslassen. Es hört sich ja fast so an, als wenn Sven keine andere Wahl hätte. Was labert ihr? Totale Scheiße redet ihr. Das gibt's überhaupt nicht. Wahnsinn. Mein Gott, ich kann doch hier nicht alles aufgeben. Weißt du, hier im Marienhof werde ich sowieso an jeder Ecke an Toni erinnert. Ist nun mal so. Tut mir leid, wenn ich dir den Abend verdorben habe, wirklich. So nötig habe ich es jetzt auch nicht, dass es unbedingt heute hätte passieren müssen. Oder sehe ich vielleicht so aus? Quatsch. Außerdem habe ich dir doch gesagt, zappeln lassen. Ah, jetzt sagst du mir wieder, wo es lang geht. Konstanze. Sag mal, woher nimmst du eigentlich dieses Selbstbewusstsein, dass du immer alles besser weißt? Ist das, weil du 10 Jahre älter bist oder weil du es damals geschafft hast, Jonas ins Bett zu kriegen? Konstanze, das ist unfair. Ja? Soweit ich weiß, wart ihr damals schon getrennt, außerdem ist es ewig her. Und wenn ich es ungeschehen machen könnte, dann wäre ich mittlerweile verheiratet und hätte Kinder. Guck nicht so, war ein Witz. Also trinken wir auf die Männer und auf alle, die ich sonst noch hätte heiraten können. Es wird ja eine tolle Nacht. So geht das nicht. Ich leg mich zu ihm. Hey, du hast mich ja gar nicht gefragt, wie es mit Sylo war. Interessiert dich das gar nicht? Doch, natürlich. Es war ein wunderschöner Abend. Ich glaube, Sylo ist wirklich der Richtige für mich. Schon wieder dieser Blick. Na, jetzt geh schon und kümmere dich um den kleinen Schreihals. Gute Nacht. Timmy gestern gar nicht angekommen, oder was? Mhm. Gar keine Zugverbindung mehr. Das hat sich alles um einen Tag verschoben. Ist das Bad jetzt endlich frei? Frank ist noch drin. Ja, super, toll. Ich find's wirklich toll, dass Frank bei uns wohnt, solange Timmy da ist. So können wir alles viel besser organisieren. Was willst du denn hier organisieren, bitte? Er soll eine schöne Zeit hier bei uns haben. Und ich will nicht, dass er so viel alleine ist. Er hat einen Vater? Frank hat seine Werkstatt. Er hat sowieso schon einiges abgesagt. Er kann sie doch nicht dicht machen. Ich kümmere mich gern um den Kleinen. Ja, Nicole schwärmt heute noch von den Tagen, von den wunderbaren Tagen mit Opa Friedrich alleine. Das will ich aber glauben. Du, Inge, ich muss. Ja. Tschüss. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Tschüss. Friedrich hat wirklich ein großes Herz für Kinder. Also, auf uns könnt ihr zählen. Danke, Mama. Na, endlich. Ich habe mega Schulstress. Du musst nicht auf Timmy aufpassen, Bia. Aber es geht doch auch darum, dass Timmy Anschluss an die Familie findet. Und da gehörst du dazu. Ja, ich habe aber vielleicht ein Bio-Projekt und muss jeden Nachmittag daran arbeiten. Seit wann interessierst du dich für Bio? Du willst dich doch nur nicht um Timmy kümmern. Ich glaube, Pias plötzliches Interesse für Bio hat einen Grund, der ein paar Jährchen älter ist als Timmy. Wie heißt er denn? Was hast du denn genommen? Entschuldigung. Hey, Toni, ich wollte zu Tanja. Ja, ja, ich weiß. Mama, Sven ist da. Toni, ich wollte eigentlich noch... Ich habe keine Zeit. Ich muss ins M&P. Ich bin sowieso schon spät dran. Ciao. Ciao. Was willst du hier, Sven? Und? Ich wollte nur, ich weiß, dass ich Toni sehr wehgetan habe, Stefano, aber... Du hast uns allen sehr wehgetan, Sven. Uns allen.
4 Tagen kommt mein Vater. Tja, noch kannst du zurück. Zurück? Wohin denn zurück? Zurück zu meinen türkischen Wurzeln? Zurück in den Schoß meiner Familie? Ja. Zurück zu Fari? Napius und Kusim. Entschuldigung. Guten Morgen. Guten Morgen, Konstanze. Hier. Ach, danke. Schade, dass du gestern so schnell verschwunden bist. Ja, das ist doch alles in Ordnung zwischen uns, oder? Ja, aber natürlich. Oh, noch heute. Raten Sie mal. Oh, ist der süß. Tja, also da hätte ich noch Philadelphia oder Boston. Boston? Sag ihm, er soll nach Boston fliegen. Meine Kollegin sagt gerade, Boston ist schöner. Frau Kollegin? Boston ist einfach herrlich. Und ich kenne da auch ein ganz süßes, romantisches Hotel. Ja, möchten Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse geben? Wieso kennst du dich so gut aus? Ich habe da lange gelebt. Gut, ich schicke Ihnen die Daten dann gleich, ja? Sie müssen sich nur wirklich schnell entscheiden. Alles klar. Danke. Wiederhören. Sag mal, ist Boston wirklich so schön? Also, wenn du mich fragst, ja. Die Leute sind total nett und offen. Ja, und man kann wunderbar einkaufen. Du, vielleicht sollten wir die Flüge nehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Also, der nächste Flieger geht in 2 Stunden. Den könnten wir schaffen. Meinst du nicht, wir sollten eine Maschine früher nehmen? Ja, aber wir müssen doch noch packen. Ach, wieso denn? Wozu packen? Ich denke, man kann so gut einkaufen. Hier, wir haben sehr eilig. Gehen wir. Also abschließend, wie würdest du deine Leistungsfähigkeit einschätzen? Ach, ich arbeite wieder. Aber das habe ich ja schon während der Therapie getan. Und eigentlich fühle ich mich total gesund. Also keine Kurzatmigkeit, keine Kreislaufprobleme? Nö. Ja, zum Glück. Die Nebenwirkung ist noch nur bei einer unserer Probandinnen aufgetreten. War es das schon? Ja, vorerst schon, aber das ist noch nicht alles. Also 2-3 Mal bräuchte ich dich schon noch. Aber kein Problem. Ist ja für eine gute Sache. Hauptsache, man findet endlich eine gute Therapie gegen diese schreckliche Krankheit. Ich tue mein Bestes, aber wie gesagt, das wäre eins der ganz großen Ziele. Sag mal, hättest du morgen Nachmittag Zeit? Ich bräuchte noch ein paar Laboruntersuchungen, Knochendichte, Blutwerte und so weiter. Klar. Gut, ich hol dich ab. Tanja. Tschüss, Sven. Ja, dann hoffe ich, dass Sie mich bald wieder besuchen. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Ach, wenn ich einen Mann so anlächeln würde. Wieso? Das war doch ein ganz harmloser Blick. Hm. Türkische Männer dürfen das ja, aber wenn ich mit einem Mann flirte, dann muss ich gleich ein schlechtes Gewissen haben. Du bist ja auch vergeben. Bist du ähnlich wie verlobt. Mhm. Und du hast eine Freundin. Ach Gott, wenn ich nur eine hätte. Und was ist mit Konstanze? Mit der bin ich doch nicht zusammen. Stimmt, mit der schläfst du ja. Nur ein Mann muss es ja nicht so ernst nehmen, ne? Sag mal, lass doch deinen Frust wegen Raul nicht an mir aus. Ich habe keinen Frust wegen Raul, ich habe Frust wegen meinem Vater. Und davon abgesehen, ich war mit Konstanze nicht im Bett. Nicht? Naja, ist ja auch egal, aber du hast es vor. Wie kommst du eigentlich darauf, dass ich das mit ihr nicht ernst nehmen würde? Na, hast du jetzt eine Freundin oder hast du keine? Du musst dich schon mal entscheiden, Süle. Hm. Weißt du was? Seitdem du fastest, bist du unerträglich. Und ich schlafe nicht einfach nur so mit irgendwelchen Frauen. Wenn ich das tue, dann hat es eine Bedeutung. Das will ich hoffen. Konstanze wirkt nämlich ziemlich in dich verliebt. Merkwürdiger Zufall, dass Sven ausgerechnet mit deiner Mutter für seine Doktorarbeit interviewen muss. Das ist gar kein Zufall. Es ist ein Vorwand, um sich wieder an dich ranzumachen. Sven hat das Thema für seine Dissertation schon urlange. Außerdem kann er doch seine Doktorarbeit nicht einfach so wegschmeißen, nur weil wir nicht mehr zusammen sind. Aber das eine schließt das andere doch nicht aus. Was jetzt? Naja, dass er einerseits wirklich deine Mutter für seine Doktorarbeit braucht. Aber andererseits das doch nur macht, um wieder einen Fuß in deine Tür zu bekommen. Ja, das kann schon sein, aber... Ach, Mist. Deine Mutter arbeitet doch meistens im Wilden Mann. Warum kommt er ausgerechnet zu euch nach Hause, um sie zu interviewen? Weil ich recht habe. Er hat eure Trennung doch immer noch nicht akzeptiert. Ja, Lili, du hast ja wirklich recht. Und ich, blöde Kuh, ich sag Sven auch noch, dass mit Raul nichts war. Aber man muss doch auch so kapieren, was Sache ist. Auch ohne irgendwelche Lügengeschichten. Ja, das habe ich ja auch gedacht. Stattdessen streut er immer wieder Salz in die offene Wunde. Daran muss sich wirklich was ändern. Mann, so ein Mist!
Pia. Hey, was ist dir denn passiert? Ja, keine Ahnung, die Kette klemmt irgendwie oder... Ach, scheiße. Jetzt habe ich über eine Stunde in dieser Bio-Projektbesprechung gehockt und ich bin eigentlich nach Hause, weil ich Hunger habe. Kannst du mir mal helfen? Einfach umdrehen. Oh Gott. Mann, ist das dreckig. Hey, eine natürliche Dreckschicht schützt den Lack. Sag mal, ist das Outfit nicht ein bisschen frisch? Ich will hier ja nicht anfrieren. Ah, oh Mann, Mist! Oh, die Hose habe ich das erste Mal an heute. Es geht doch wieder raus. Für wen hast du dich eigentlich so aufgedonnert? Mein Bruder ist doch gar nicht da. Aufgedonnert? Tanja hat mir die Hose mitgebracht. Na, schon gut. Sag mal, hast du eigentlich schon was von Steve gehört? Ja, also, so wie es den Anschein macht, scheint es ihm ganz gut in Frankreich zu gefallen. Wieso hörst du nicht stündlich von ihm? Naja, ich habe heute ein SMS von ihm gekriegt. Das Wetter soll ja nicht so gut sein. Hat er vielleicht irgendwas gesagt? Steve? Naja, so Liebesgrüße aus dem Trainingslager hat er nicht gerade an dich gesendet, aber wenn mein schreibfauler Bruder mal eine SMS schickt, das ist schon einiges wert. Hey, meinst du echt, ich bin so aufgestylt? Nein. Solange du nicht so rumläufst wie die da, billig und peinlich. Naja, aber scheint zu funktionieren. Ja, da sieht man doch mal, wie einfach Jungs gestrickt sind. Ach Frank, das sollte doch Pia machen. Ist schon okay. Immer noch 4 Stunden. Ob du das wohl noch aushältst? Nein. Muten wir Pia und Steve nicht so viel zu? Ich meine, dass Timmy und ich hier wohnen. Steve ist doch nicht da. Ja, aber Timmy wohnt in seinem Zimmer. Ich habe ihn doch gefragt. Ist schon okay. Ja, und Pia? Ich glaube, die ist überhaupt nicht begeistert von dem allen. Das hat mit Timmy überhaupt nichts zu tun. Bist du sicher? Pias Problem sind im Moment eher wohl die älteren Jungs. Jetzt hat sogar schon ihr kleiner Bruder eine Freundin und sie... Und ich trete auch noch voll ins Fettnäpfchen. Mhm. Das war nicht gerade sehr feinfühlig, Herr Töppers. Mhm. Pia ist so ein hübsches Mädchen. Aber sie macht so wenig aus sich. Das verstehe ich gar nicht. Als das mit Charlie war, da hat sie sich mal geschminkt und ein bisschen nett angezogen. Ach, Frank. Soll sie etwa mit Minirock aufgetakelt herumstolzieren, nur damit die Jungs was zum Gucken haben? Nee, nee, nee. Pia hat ihren ganz eigenen Stil. Und sie soll sich für niemand verbiegen. Das meine ich ja gar nicht. Ich glaube, es ist besser, du hältst dich bei dem Thema ein bisschen zurück. Auch keine Andeutungen. Pia ist ja sehr empfindlich. Gott bewahre. Außerdem geht es doch jetzt erstmal darum, dass Pia einigermaßen mit Timmy klarkommt. Das stimmt. Lass mich. Ja, wir könnten vielleicht ins Kino gehen. Warte mal kurz, Lilly. Sven, ich rufe dich zurück. Ciao. Hallo, darf ich reinkommen? Nein. Ich habe gerade das Interview von heute Morgen abgeschrieben. Und da sind mir spontan noch ein paar Fragen aufgefallen, die ich Tanja gerne... Tanja ist ein wilden Mann. Ja, aber... Mensch, Sven, du weißt doch, Papa und Mama sind wie jeden Abend im wilden Mann. Alles klar? Toni, das ist auch nicht einfach für Tanja. Ich meine rein emotional und dann noch vor den Gästen. Ich habe mir einfach gedacht, ich schreibe die Fragen auf. Hast du einen Zettel für mich? Das hättest du ja wohl auch zu Hause machen können, oder? Da hängen auch mal Fotos von uns. Unser Hochzeitsfoto. Alles abgehängt, was an mich erinnert. Hör auf. Als ob es mich nie gegeben hätte. Hör endlich auf damit! Meine große Liebe hat sich als Flop des Jahrhunderts entpuppt. Meinst du, es tut mir nicht weh, Sven? Toni, ich... Aber es bringt auch nichts, wenn wir uns dauernd sehen. Kapier das endlich. Hallo. Hallo. Na, hast du schon gepackt? Das riecht aber gut hier. Willst du was mitessen? Ups. Gerne. Was gibt's denn? Türkischen Gemüseeintopf mit Schafskäse. Wow,
Wow. Willst du mal probieren? Sieht gut aus. Ist aber sehr scharf. Du hast recht. Sehr scharf. Was? Das Essen. Also, wenn du willst, kannst du in Zukunft die Küche übernehmen und dafür bügel ich deine Hemden. So, kleinen Moment. Hallo. Hi. Oh, störe ich? Nein, überhaupt nicht. Hilfst du mir beim Tischdecken? Klar. Ich geh noch kurz hoch, ja? Ja. Friedrich, die können jeden Moment da sein. Bitte, bitte räum deine Sachen weg. Ja. Danke. Ich bin schon richtig aufgeregt. Ach, Timmy und du, ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Hi. Hallo. So, was hast du denn gemacht? Ich habe mein Fahrrad repariert. Du siehst ja toll aus. Wahre Schönheit kann nichts entstellen, aber geh doch vor dem Essen noch mal kurz unter die Dusche. Ja? Hallo, da sind wir. Hallo, Timmy. So, komm, Jung. Herzlich willkommen, Timmy. Hallo. Ich bin die Lisa. Ich freue mich so, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Holla, hör mal, du bist ein richtiger Gentleman. Ja, Frau Busch kennst du ja noch. Guten Abend, Frau Busch. Hör mal, für dich bin ich immer noch die Inge. Hm? Wir zwei, wir kennen uns ja auch, ne? Bienvenue, Monsieur. Merci, Monsieur. Warte, quoi? Frankreich scheint ihm gar nicht schlecht zu bekommen. Mein Gott, ist der süß. Tja, und das ist, Du bist bestimmt ein neuer großer Puder. Hallo. Sülo, du hast wirklich großartig gekocht. Ja? Willst du noch eine Portion? Du hast den ganzen Tag nichts gegessen, ja? Ja, danke, ich bin satt. Also für mich wäre Ramadan nichts. Ja, ich gehe dann lieber. Gut. Wohin willst du denn? Oh, vielleicht ins Kino. Dann nimm wenigstens den Schlüssel mit. Ja. Tu nichts, was du später bereust. Tschüss. Ciao. Ja, lass doch. Was hat sie denn? Mag sie mich nicht? Doch, ich glaube, sie hat sich jetzt einfach ein bisschen überflüssig gefühlt. Das kann ich irgendwie verstehen. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir da einfach weitermachen, wo wir vorher aufgehört haben? Konstanze, du, wir sollten... Sag jetzt nichts. Konstanze, wir sollten jetzt echt nichts überstürzen. Ich glaube, es ist jetzt echt besser, wenn du gehst. Und warum? Weil sonst... Sonst? Fällst du über mich hin? Kommen Sie mit auf eine Zeitreise in die 20er Jahre. Wir sehen uns in der Vergangenheit. In der nicht nur Autos vollkommen anders waren. Denn während die einen rund um die Uhr ackern, ich werde Ihre Arbeit sehr genau kontrollieren, genießen die anderen das süße Leben in vollen Zügen. Abenteuer 1927, Sommerfrische. Eine Reise in die goldenen 20er. Dienstag bis Freitag, 18.50 Uhr im Ersten. Tschüss. Na, ein bisschen wenig Schlaf bekommen heute, hä? Ich wollte deine Obstbestellung aufnehmen. Nur eine Bettgeschichte oder doch was Ernstes? Ein Gentleman genießt und schweigst immer schön langsam. Eins, zwei, drei. Nee, alles okay. Das würde Pia gefallen. Es wird passieren. Gut, alles gut. Bis bald bei Marlenhof mit den neuen Instant-Cup-Soups von Maggi Magic Asia.